Badezimmer. Raus aus dem Bad! Kommen Sie aus dem Badezimmer! Die Hände hoch. Fotodrucker, Computer. Legen Sie die Hände auf den Kopf. Perfekt zum Kopieren von Geldscheinen. Halten Sie den Mund, legen Sie die Hände auf den Kopf. Der Typ fälscht Überweisungsbelege. Er nimmt Kleinstbeträge von beliebigen Privatkonten und überweist sie auf sein Konto in Liechtenstein. Auf den Tisch legen, sofort. Er fälscht sogar Firmenrechnungen. Hier hat er sich an Banknoten versucht. Das Hologramm sieht fast echt aus. Die Wertzahl wechselt sogar die Farbe. Hinlegen auf den Tisch. Die Hände hoch, sofort. Relax. Okay, Sie sind zu spät. Mein Name ist Innerberger, Albert Innerberger, BKA Berlin, Abteilung Fälschungsdelikte. Ihren Verdächtigen habe ich hier gerade festgenommen. Mein Partner ist eben mit ihm zur Tür raus. Keine Ahnung, wovon Sie reden. Denken Sie, die Kripo ist alleine an dem Fall dran? Das glauben Sie doch selbst nicht, oder? Der Typ fälscht Bundesdokumente, Eurobanknoten. Interpol und das BKA arbeiten jetzt seit 6 Monaten zusammen. Haben Sie nicht den Bericht gelesen? Würde es Ihnen was ausmachen, die Waffe runterzunehmen? Bitte, ehrlich, macht mich nervös. Können Sie sich ausweisen? Ja, klar. Hey, schauen Sie mal. Tun Sie mir einen Gefallen und schauen Sie hier aus dem Fenster. Sehen Sie da drüben? Sehen Sie? Da. Meine Partnerin und ich beobachten das Hotel jetzt seit 48 Stunden. Der alte Mann hätte sich fast in die Hosen gepisst, als ich reingestürmt bin. Hey, Maria, ruf noch mal in der Zentrale an. Ich will jetzt endlich einen Streifenwagen hier haben. Okay? Ich wusste nicht, dass das BKA auch an dem Fall interessiert ist. Schon okay. Wie heißen Sie denn? Breidenbach, Klaus Breidenbach. Dürfte ich jetzt auch mal Ihren Ausweis sehen? Ja. Tja. Man kann nicht vorsichtig genug sein heutzutage. Pech gehabt, Klaus. 5 Minuten früher und Ihr Chef wäre mächtig stolz auf Sie gewesen. Was dagegen, wenn ich mit runterkomme? Ich würde mir den Typen gerne mal aus der Nähe ansehen. Ja, auf jeden Fall. Tun Sie mir nur einen Gefallen und halten Sie hier kurz die Stellung, gell? Ich will nicht, dass das Zimmermädchen reinkommt und putzt. Die Kollegen von der Wache sollten auch gleich hier sein. Halt! Ihr Portemonnaie. Behalten Sie es noch für eine Minute. Ich vertraue Ihnen. Okay.